Und? Oh, ich habe zu früh gestartet. Hallo! Herzlich willkommen bei Erlend der Kuhn. Max ist wieder am Start. Ja. Und wir probieren es heute zum dritten und letzten Mal, die dritte Mission zu erledigen bei diesem Spiel. Seid dabei, ob wir es schaffen oder nicht. Hey! Hallo! Weil wieder die Hängi-Profis am Werk, wobei wir heute ausgewichen sind, sitzen ausnahmsweise nicht im Hängi. Dort wird nämlich Strom repariert. Also deswegen sind wir heute ausnahmsweise in dem ganzen Haus, aber in dem nicht in dem Hängi, sondern genau. Ja, da muss man ja immer mal ein bisschen warten, mal so Strom und so ein Kram. Deswegen sitzen muss wir hier. Muss man warten, damit man bevor man wieder anschalten darf. Nein, warten im Sinne von etwas warten. Ach so, warten. Genau. Aber wir gehen direkt wieder ins Spiel rein. Ich habe gerade gesagt, wir probieren es jetzt zum letzten Mal, diese dritte Mission zu schaffen. Wenn wir sie schaffen, spielen wir natürlich weiter. Wenn wir sie nicht schaffen, war es das, weil es dann einfach irgendwann zu, wie heißt das, demotivierend ist. Es ist wie Last Call, nur nicht, dass der Zuschauer entscheidet, genau, sondern unsere Fähigkeit. Ne, nicht mal wir. Stimmt. Es ist eigentlich nur. Ja, also ich rutsche mal ein Stück weg von dir, weil. Ja, das wackelt hier immer alles so, ne? Genau, du nervst mich ein bisschen mit deinem, mit deinem Gelöt. So. Mit dem Gelöt. Ja, als erstes wollte ich den neuen Startflughafen auswählen, weil wir ja da auch ein bisschen schlechtes Gefühl hatten mit Berlin. Wo sollen wir denn mal sein? Hast du eine Wollten Folge? Wir nicht wieder LAX mit Lisa? Achso, wir hatten noch nie LAX. Max? Wir waren ja einmal in Frankfurt. Ja, okay. Wir gehen jetzt in LAX. Das müsste uns doch eigentlich, wie heißt das, Los Angeles? Das müsste uns ja eigentlich Glück bringen. Ja. Nein? Die andere Sache ist, ich gucke immer so ein bisschen nach unten, nicht. Weil ich hab den so. Chat hier auf dem Boden stehen. Das heißt, meine natürliche Haltung wird gleich die ganze Zeit sein, dass ich sie ja, ist ein bisschen gucken. Improvisiert hier, aber wir kriegen das schon gut hin. Also, wir starten in Los Angeles und wir beginnen wieder mit einer Kampagne aus Erlend Tycoon. What? Ich hätte es vielleicht vorher einmal anklicken sollen. Das sagst du in jeder Folge. Ja, ich lerne nicht so richtig dazu. Einfach, mach doch Spiel laden. Ja, aber dann müssen wir ja diese Kampagne, die nicht mehr richtig funktioniert hat, weiterspielen. Ich wollte eigentlich wieder neu. Das hast du doch beim letzten Mal genau das gleiche Problem gehabt. Dann hast du es einfach neu geladen und konntest du die Kampagne von vorne spielen oder nicht? Wirklich? Oh shit, wir sollten das nicht nur alle zwei Wochen machen. Das tut uns nicht gut. Aber man müsste doch eigentlich bei Kampagne jetzt einfach die ersten Probleme spielen können. Egal, ja, wir machen so, wie du gesagt hast. Sorry, Leute. Spielladen. LAX besser. Und dann wollten wir hier rausgehen. Ja, genau so hast du es beim letzten Mal gemacht. Mein Gedächtnis ist schon mal ein bisschen besser. Offensichtlich. Partie beenden. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, man muss ja. Okay. Oder Spielladen. Nee, es geht ja nicht. Warte, ich probier's mal. Wow. Ja, Kampagne. Ah, ist ein merkwürdiger Workaround, aber ich bin froh, dass es funktioniert. Dann sind wir natürlich wieder Sunshine Airways und versuchen erneut, das Umsatzziel von 5 Millionen Euro zu erzielen. Das Gewinnziel. Wieso sage ich das jedes Mal falsch? Nee, aber es ist ja, wir hatten ja beim letzten Mal schon diese Diskussion darüber. Ja. Und die Sache ist ja, dass wir ja beim letzten Mal schon die Definition von Gewinn und Umsatz versucht haben zu definieren und festgestellt haben, dass es in dem Spiel eigentlich fast nicht so ist. Und dann hat jemand ja auch in den YouTube-Kommentaren geschrieben, dass es kompletter Bullshit ist, wie das Spiel das macht und es völlig egal ist. Liebe Regie Jörg, bist du da? Die fixen hier gerade nämlich noch den. Ja. Ah ja, kannst du unsere beiden Fratzen vor dem Geld unten wegmachen? Oh shit, warte, ich wollte mal kurz. Das ist super nett von dir. Oh geil, wie geil ich mit meinen Fingern gerade so. Hammer. Jörg? Ach naja. Also ich wollte, genau, wir haben nämlich, das hast du richtig gesagt. Wir haben ganz viele hilfreiche Kommentare bekommen und da ging es zum Beispiel auch darum, dass es wirklich nur darum geht, dass man mit den Flügen entsprechend viel Geld verdienen muss. Jetzt gucken wir uns einmal wieder an. Das ist das Flugzeug, was wir direkt verkaufen sollten. Das war der Tipp. Ich nenne es mal schnell verkaufen. Das hat nämlich einen viel zu hohen Verbrauch. Und zu wenig Passagiere und so weiter. Und das hier ist unsere Jerry Groß. Mit der hatten wir ja nie Schwierigkeiten. Die hat 126 Passagiere. Nee, die hat ja sogar mehr, wenn wir das gleich. Ja, der Sound kommt gleich, liebe Leute. Genau. Und 3870.
Oh, das geht gar nicht. Hast du jetzt groß geschrieben? Der heißt Jerry Plus. Ach, Jerry Plus. Meine Güte, du hast es ein bisschen besser im Kopf als ich. 126, 3870. So, da ballern wir jetzt beide Flüge drauf. Oh, ich muss mich jetzt erstmal dran gewöhnen, dass wir in Los Angeles sind. Hammer, Lisa, wir sind in Los Angeles. So. In California Lifestyle. Jetzt gehen wir als allererstes. Oh, hat das Museum schon geöffnet? Nee, das macht um 11 Uhr erst auf. Okay. Das verkaufen wir nämlich gleich, das andere Flugzeug. Nee, warte mal, ich erstmal ihn hier anlabern. Wir müssen auf jeden Fall mit allen Leuten Kooperationen machen, damit wir immer. Schau. Dann können wir uns einen Auftragsberater holen, das ist auch immer noch gut. Berater suchen wir. Also das heißt, es ist auch völlig egal, dass wir das Geld für die rausballern, richtig? Ja, genau, das hat auch jemand geschrieben. So, diese ganzen Kosten für Personal, die sind komplett zu vernachlässigen. Oh, eine Fitnesstrainerin. Habe ich ja noch nie gesehen, dass man sich das holen kann. Für mich reicht erstmal Auftragsanalystin. Eine Hochbegabte, bin ich sehr zufrieden, wenn wir sowas haben. Dann gucken wir nochmal, was es hier gibt. Ja. Danke für die Info. Ja, das verkaufen wir ja gleich noch. Man sollte auch nur gelbe kaufen, wurde uns gesagt. Ja, hier, den nehmen wir für Mittwoch. Das ist auch gut. Gelb und grün. Grün gibt's gar nicht. Die besten sind sehr gelb. Die besten sind sehr gelb. Okay. Ja. Oh. So, jetzt ist es 11 Uhr, dann gehen wir mal lachende Gesicht grün wäre. Ins Museum. Ich kaufen Sie auch alte Flugzeuge. Wenn der Preis stimmt, hier, die verkaufen. Ja, das nehmen wir an. Dann gucken wir mal, was es hier gibt. Ach so, sollten, vielleicht wir könnten, oh, guck mal, das kostet nur 2 Millionen. Oh, hat einen viel zu hohen Verbrauch, das sollten wir auf gar keinen Fall nehmen. 15.000 Verbrauch. Sheesh, das kostet 9 Millionen. Hat einen niedrigen Verbrauch und fast 290.000 Passagiere. Das sieht hammer aus. Lass uns einen geilen Kredit aufnehmen. Genau, das machen wir gleich. Das hat auch einen hohen Verbrauch. Also wir sollten uns auf die Boeing 767-300, die hat noch nicht die schwierige Software, von der du mir heute beim Kaffee erzählt hast, ne? Gehen wir auf das linke Flugzeug. Das hat einen zu hohen Verbrauch. Ach so. Und der Verbrauch sei wohl auch essentiell, hat mir, haben die Leute in den YouTube-Kommentaren auch noch geschrieben. Vielen Dank dafür nochmal, das waren sehr viele hilfreiche Tipps. Genau, also wir gehen jetzt uns direkt bei der Bank einen Kredit holen. Ach so, nee, das ist. Ich bin halt einfach kein Boeing-Fan. Das ist halt einfach ein Problem. Ja, also wir können auch gucken, da kommen wohl auch täglich neue Flugzeuge rein. Neue Flugzeuge rein. Ach so, den Kredit kriegt man bei ihr. Ist das das Höchste, was geht? Ah, hallo. Danke, Leute. Okay. Jetzt geht's ab. Hammer. Jetzt haben wir hier den Groove. So, dann nehmen wir den Kredit mal auf. Haben den schon bekommen. Ich transferiere den. Hammer. Krogi, kannst du uns hin? Genau, ganz bisschen leiser wäre Hammer. Super. So, dann gucken wir mal. Wir haben nur noch das Flugzeug. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall hier noch die erste Klasse Plätze reduzieren. Weg mit der Scheiße. Braucht kein Mensch. Genau. Die Ausstattung allgemein zu ändern, würde sich wohl auch erst bei Linienflügen richtig lohnen. Noch nicht hier in dem. In dieser Mission wurde mir gesagt. Ist jemand von euch schon mal erste Klasse geflogen? Oder Business Class? Im Chat? Ich noch nie. Ich habe dich auch nicht gefragt. Okay. Hier, ich will ihn anfangen. Ich auch nicht. Nein? Falls okay. Falls du mal, ich bin mal fragen. Vereinzelt. Oh, shit. Nein. Oh, ich bin mal vereinzelt in der ersten Klasse Bahn gefahren. Ich wollte dir Bahn. Weil manchmal ist das ja mit Spartickets. Also günstiger als in dem Flex-Ticket in der zweiten Klasse, ja. Oh, hä? Kooperieren wir schon? Drei Leute sind schon mal vier Leute. Okay, wir haben hier die Elite-Zuschauer. Ja, jetzt. Die Elite Deutschlands. Oh, wieso geht denn. Es meinte übrigens auch noch jemand, dass wir auf den Laptop nicht warten sollten, aber das. Ah! Leute! Aber das weiß ich nicht genau, ob das wirklich so ist. Ich fand den Laptop schon immer praktisch. Seoul oder Brüssel? Wo ist nochmal Seoul in Korea? Das ist natürlich sehr weit weg. Und Brüssel von Los Angeles aus ist natürlich auch der Hammer. Finde ich ein bisschen, würde ich jetzt erstmal noch nicht machen. Mal gucken, was es hier noch gibt. Prämie ist niedrig, keine gute Wahl. Prämie nicht besonders. Prämie nicht besonders.
Ist natürlich alles nicht so lukrativ. Aber ein sparsames Flugzeug und... Ach, jetzt habe ich natürlich wieder überhaupt nicht drauf geachtet, welche Leerflüge wir haben. Aber das sagt er einem ja eigentlich auch immer. Das sagt er einem? Ja, manchmal, wenn dann lacht er so ganz glücklich. Ich guck mal, ob ich schon bei irgendeiner Niederlassung anrufen kann, ob die anderen schon welche haben. Nee. Also was brauchen wir? Atlanta, Los Angeles oder Chicago, Los Angeles? Vielleicht gibt es ja last minute noch was. Atlanta oder Chicago? Nee. Ach, ja, wir wissen das doch alles. Moskau, Wien? Natürlich nicht. Nein. Denver, Los Angeles am Mittwoch? Könnte noch funktionieren. Los Angeles, Phoenix. Ah, warte doch, den können wir machen, weil unser anderer... Nee, den können wir... Warte doch, hier den weg, der ist nämlich Mittwoch. Ah ja, guck mal, das ist doch gut. Und der ist... Dann brauchen wir noch Phoenix, Los Angeles. Ist das vielleicht... Mehr? Das Problem ist, dass wir jetzt natürlich in den USA... Also meine geografischen Kenntnisse in den USA sind schlechter als in Europa. Das stimmt, das heißt, da weiß man erst recht gar nicht mehr, welche Flüge man gut nehmen kann. Ja. Atlanta, Los Angeles, Houston, Los Angeles oder Phoenix, Los Angeles. Aber ganz ehrlich, meine Geografiekenntnisse sind auch so schlecht. Houston oder Phoenix. Oh, guck mal, wie gut die... Okay, wenn wir das nächste Flugzeug noch haben, müssen wir auch gucken, dass wir vielleicht eins immer eher mit den Last Minute, weil die meistens viel besser sind. Aber war das gerade... Ah nee, der hatte 100.000 Strafe, ne? Oh, 380.000 Strafe. Ja, aber eine Million Strafe. Aber warum... Aber können wir den nicht machen heute noch? Gucken wir, ob wir den machen können. Nee, ich habe gerade schon alles zugeballert mit Flügen für heute. Der ist schon weg und der muss auch heute. Die Strafe ist natürlich deutlich geringer, aber... Hä, lass doch die Strafe... Ah nee, nein. Nicht direkt hier ins Risiko. Okay. Guck noch mal kurz, wie viel kostet dieses Flugzeug, was wir da haben wollen? 9 Millionen. Kannst du nicht einen Kredit aufnehmen? Nee, ich habe heute schon einen. Aber wir müssen jetzt immer so kleine Häppchenkredite aufnehmen. Und halt Glück haben, dass wir schon ein paar gute... Oh, Los Angeles. Ach nee, wir bräuchten eigentlich Phoenix, Los Angeles. Dann fliegen wir in zweimal. Ach, aber den hier, finde ich, können wir mal noch nehmen. Mittwoch. Ich weiß jetzt nicht, ob der geil ist. Zweimal Phoenix, Los Angeles ist halt doof, ne? Achso, warte mal. Hä? Ja, also passt der doch. Ja, wieso sagt? Nee, es ist Los Angeles, Phoenix. Dammit. Oh, jetzt sind aber alle nicht so geil. Bis Montag. Naja, da können wir ja auch noch gucken. Vielleicht kriegen wir dann noch zwischendurch irgendwelche. Zum Beispiel Chicago, Los Angeles wäre geil. Okay, brauchen wir sonst noch was? Wir haben einen Auftragsberater direkt eingestellt. Wir haben das Flugzeug direkt verkauft. Warte, ich gucke noch mal kurz hier. Tipp, Flugzeug schlecht sofort verkaufen. Viele Niederlassungen in einer Region kaufen. Günstiges Kerosin einkaufen beim Händler. Da habe ich jetzt immer unterschiedliche Hinweise bekommen. Manche Leute sagen, günstig Kerosin einkaufen. Manche sagen, immer von Diplom-Ingenieuren das Flugzeug laden lassen. Es gibt ja noch einen Unterschied zwischen gar nicht beim Händler kaufen und das gute Zeug beim Händler kaufen. Ich glaube, das ist immer günstiger beim Händler. Du musst ja nicht das Schrottzeug nehmen. Aber wenn du es gar nicht einkaufst, bezahlst du halt diesen Marktstandardpreis. Verstehe. Dann gucken wir da gleich noch. Wir haben das ja beim letzten Mal gemacht, das Günstige gekauft und das wurde nicht mal benutzt. Stimmt. Also irgendwie musste man noch irgendwie machen, dass das benutzt wird. Also wir können ja erstmal die Flugzeuge von den Diplom-Ingenieuren warten lassen. Das kann nicht so schlecht sein. Das sind, glaube ich, alles immer so Peanuts. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, irgendwer hat ja auch geschrieben, dass das gar nicht zählt. Ja. Okay. Ja, wir gehen noch einmal kurz hier. Ach, die haben schon zu. Ja, dann machen wir natürlich Feierabend.
Reicht ja auch der erste Tag. Okay. Wie macht der Typ einen Gewinn von... Na, vielleicht hat er diesen teuren Flug gemacht, das weiß man natürlich nicht. Hallo zusammen. So wie ich das sehe, haben Sie bisher vor Gewinne oder Verluste. Das ist sonst nie so. Somit sicher? Beginnen wir mit Sunshine Air. Ja, es ging mir so ein Mist, merkst du dir. Klar. So, wir brauchen für morgen auf jeden Fall Flüge. Dann würde ich als erstes mal zum Last Minute gehen. Heute. Eine Million Euro Prämie. Aber guck mal, das ist in Südamerika. Boah, was das für ein Luxusflug ist für einen Passagier. Ach krass, das ist ein super reicher Dude. Ja. Aber 2,5 Millionen Strafe. Boah, ist halt super das interessant. Ist, oh, aber bis man da überhaupt erstmal ist, ja, was meinst du, wie lang das ist? Ja, aber ist egal, wenn da 100.000 ausgeben, um da hinzukommen. Aber wir haben nur, wann müssen wir den denn machen? Der müsste heute sein. Das schaffen wir nicht. Das glaube ich auch nicht, dass wir es schaffen. Na gut. Aber eine Million, Alter, damit kicken wir uns direkt an die Spitze. Ja. Und nachher macht die einen Konkurrent. Ja, aber wir können es ja nicht einfach nur wegnehmen, um damit ein Konkurrent nicht... Aber. Das aber. Was ist denn mit dem Flug? Wie viel hat der Strafe, wenn wir den jetzt nicht mehr machen? 50.000. Läpsch, wenn wir ja, eine aber Million wenn, Max, machen? Aber guck mal, wir haben ja, der darf ja dann nicht länger sein als dieser hier, weil wir da erstmal überhaupt hinfliegen müssen. Wenn wir so viele Kilometer brauchen, um da überhaupt hinzukommen... Scheiße. Der muss ja hier auf jeden Fall noch losfliegen, damit das gilt. Angeles, Chicago oder Chicago, Miami und für morgen. Achso, jetzt gehen wir erstmal wieder zur Bank, um uns zu bezahlt eine Million für den Flug. Ein einziger Passagier. Damit könnte man für eine sich Million eigentlich auch kannst du ein eigenes Flugzeug kaufen. Ja. Nein, nicht ganz, aber. Kann man da mehr aufnehmen? Nee. Okay. Gerne. Puh. Das ist aber ganz schön mühselig, dass man da was zusammen hat. Heute, nee. Ah, die sind alle nicht so geil hier leider. Aber zumindest macht man irgendwie, das ist echt krass, also dass dieses schlechte Flugzeug zu verkaufen war eine richtig gute Idee, weil man da ja teilweise irgendwie so minus 50.000 nur mit einem Leerflug gemacht hat. Okay, haben die schon anderen schon Niederlassungen vielleicht? Nee. Was waren noch die Tipps? Warte, ich gucke einmal noch rein. Einer hat also als erstes sein Flugzeug verkauft. Dann hat er einen Kredit aufgenommen, neue kleine Kredite aufgenommen. Viele kleine Flüge mit der Jerry Gut gemacht. Ah, guck mal, die hieß einmal Jerry Plus und einmal Jerry Gut. Nee, einmal Gut. Ja, das war in der allerersten Folge. Ja. Bis ich nicht akzeptieren konnte, dass du deine Flugzeuge gut und schlecht nennst. Ja, okay. Also das war Lukas Müller. Vielen Dank dir für diese Hinweise. Dann hat Till Waldheimer geschrieben, erstes Flugzeug sofort verkaufen, Niederlassung in einer Region kaufen. Er hat dann New York, Reno, Las Vegas gekauft und ist immer nur in der Gegend rumgeflogen. Auch gut. Kredit aufnehmen und sparen, bis man circa die 9 Millionen für das mittlere Flugzeug hat. Günstig Kerosin einkaufen beim Händler. Der Tank fasst 100 Barrel und oben beim Globus dann draufklicken zum Aktivieren. Ah. Das machen wir jetzt gleich. Das war unser Fehler. Aber was hat er gesagt? Günstig oder gutes Kerosin kaufen? Da stand günstig Kerosin aber einkaufen, aber wir nehmen trotzdem das Gute, oder? Genau, ich sag ja, das ist, glaube ich, immer noch günstiger. Okay, das heißt... Ich glaube nämlich, wenn du es einkaufst, ist es immer noch günstiger als der Marktpreis. Ja, warte mal, guck mal, der Marktpreis ist 535. Dann gucken wir mal, was der sagt. Ignoranz geht jetzt shameless gucken, er braucht was Positives, er oder sie. Ja, aber wir sind doch positiv. Bleib doch hier. Das finde ich auch ein bisschen traurig. Ah, nee, aber guck mal, das Normale kostet genauso viel. Aber vielleicht, wenn man viel Woher weißt du denn, was der Marktpreis ist? Weil ich das eben im Büro gesehen habe. Ach so.
Aber. Aber wenn wir das Günstige nehmen, wir haben doch jetzt Profi-Reparateure. Vielleicht geht dadurch unser Flugzeug nicht kaputt. Hm. Okay. Aber was ist, wenn wir jetzt hier 100 Barrel kaufen? Guck mal, das ist ja jetzt auch nicht viel Geld. Wir können das ja mal ausprobieren. Ja, aber dann sparen wir ja auch nichts. Nee, das stimmt. Aber wenn wir das Günstige nehmen, sparen wir auch nur 25.000. Ist doch egal. Und wir machen unsere Flugzeuge im Zweifelsfall kaputt. Ja. Guck mal, lass uns mal hier was kaufen, denn vielleicht kriegt man ja, je häufiger man was kauft, hier auch Rabatt. Ah ja, oh. Ja, und dann hau dein Otto drunter. Ciao. Und jetzt gucken wir mal. Der Tankinhalt ist... Wieso ist der nicht zur Verwendung freigegeben? Ah, ist jetzt freigegeben. Oh, das ist aber eine richtig schlechte UI. Ja. Das ist ja nicht mal eine Call to Action oder sowas. Das war ja Zufall, dass du da jetzt drauf gedrückt hast. Das stimmt. Na gut, es ist halt hinterlegt, ne? Ah, und die anderen Sachen nicht. Ja, okay. Aber trotzdem könnte ein bisschen hinweisender sein, als es ist. Okay, also wir brauchen wieder Flüge für morgen. Heute. Guck mal, den hat immerhin keiner genommen. Heute. Ach, das sind immer alles nur so lame hier. Aber Detroit, Los Angeles. Ja. Ja, doch, das ist immer noch gut. Waren wir nicht letztens gerade in Houston? Ach so, nee, das war auch der. Na gut, so. Minus 23. Das ist doch super. Ja. Ist doch super, wie du das machst. Aber brauchen wir immer noch für Donnerstag welche. Autoflug ersetzen, das liebe ich. Bis Montag. Los Angeles, Orlando. Ja, komm, nehmen wir den hier noch an. Am Donnerstag. Ja, das ist doch auch gut. Da haben wir noch gar nichts. Und wo soll der enden hier? Hammer. Nicht so viele normale Flüge, sagt Christian. Wieso? Weiß ich auch nicht. Was soll das heißen? Fangt nicht wieder an mit Routen. Das haben wir. Das geht erst, wenn man das Werbebüro nutzen kann und Werbung für sich selbst machen kann. Meine Güte. So, waren wir heute schon bei der Bank, ja, ne? Aber ich guck mal, ob ich noch einen Kredit aufnehmen kann. Nee, warst du noch gar nicht, oder? Oder hast du noch nicht einmal Feierabend gemacht? Ich möchte einen Kredit aufnehmen. Leider ist die Kreditrate erschöpft. Wir können... Na gut, was sagt der Kiosk? Umweltschützer von Stadt verklagt. Das gäbe es heutzutage auch nicht mehr als Nachricht. Obwohl, BUND. Umweltschützer von Stadt verklagt? Ja. Heute eher andersrum. Ja. Aber Christian meinte, Feierabend machen und morgens nach Last-Minute-Flügen gucken. Nach neun Last-Minute-Flügen gucken. Ich mache mich hier mal gerade mit Rick von Ricks Café. Ja, der erzählt ja immer das Gleiche, das wissen wir alles schon. Er sagt, ein File, Fax und Handy bräuchte man. Weiß ich nicht genau. Okay, ich gucke noch einmal, was wir... Ach so, das ist natürlich eine gute Idee. Nicht so viel alles hier zuballern. Naja, ich gehe noch einmal kurz gucken, ob man hier irgendwie... Ja, vielleicht findest du dann noch mal einen Jackpot morgen oder so. Ja. Den du dann nicht machen kannst, weil du schon alles dicht hast. Ja, stimmt. Okay, dann machen wir für heute 16 Uhr ist auch eine gute Zeit, um Feierabend zu machen. Auf jeden Fall. Alter. Schon 1 Million genommen. Aber wir dürfen uns nicht davon verunsichern lassen. Das war die letzten Male auch so. Und dann ist der stecken geblieben. Genau. Ich sage jetzt auch einfach mal Briefing abbrechen, weil mich das gar nicht interessiert. Was ja, scheiß drauf. Komm. Oh, heute... Wo ist der? In Orlando. Aber. Kein Orlando dabei. Das ist zu weit weg. Das ist auch zu weit weg. Aber Lisa. Ja. Lass hier schaffen. Ja, Max. Hol dir doch erstmal deinen Kredit. Ja. Ja.
Aber wir kommen jetzt immer noch nicht auf die 9 Millionen. Das dauert echt eine ganze Weile. Boah, guck mal, das wird immer weniger. Wie, du kannst 41.000 aufnehmen? Ja, ja. Das bringt ja nichts. Dann kommen wir ja nie dahin. Ich weiß, aber... 41 ist doch ein Witz. Ah nee, das sind 8 Millionen. Nee. Gerne. Ich ja, das ist halt das Problem. Sofort auf ihr Konto. Nee, aber dann, das können wir uns ja jetzt auch sparen. Ja, aber naja, wir müssen es halt gemeinsam zusammen mit, dass wir gute Flüge machen. Oh Gott. Hä, aber bis wir bei den 9 Millionen sind, haben wir doch unser Ziel eh schon erreicht. Ja, na gut, wir können ja, wir müssen auch gleich nochmal ins Museum und vielleicht haben wir auch Glück, da ist ein anderes Flugzeug, was noch geiler ist. Die Jackpots sind bei Last Minute zwar häufiger, aber zusammen mit Niederlassungen kommt man auch ohne Last Minute zu genug. Ich hab White Ref. Freitag. Ah, warte mal, ich gehe mal ins Büro und gucke, ob die anderen endlich mal Niederlassungen haben. Also wir bräuchten Mexiko statt Denver, das ist natürlich schwierig zu kriegen. Los Angeles, Miami und Houston, Chicago und ansonsten ab Sonntag wieder Flüge oder Samstag. Nee. Es wäre natürlich schon geil, wenn wir ein Flugzeug hätten, mit dem man dann sowas an irgendeinem anderen Ort der Welt wegballern könnte. Was sie jetzt im Museum haben. Viel zu viel Verbrauch, sonst könnten wir uns die auch kaufen. Die kostet 24 Millionen. What? Und hat einen Verbrauch von 14.000 Litern. Oh, warte mal. Guck mal. Haben wir die gerade verkauft? Nee. Guck mal, die fast 189 Passagiere. Ach nee, das war die mit dem übertrieben hohen Verbrauch. Aber jetzt ist die, die wir kaufen wollten, sogar schon weg. Aber die in der Mitte ist doch besser als die links, ne? Nee, der Verbrauch... Ach so, ja, aber der Verbrauch ist immer noch höher als das, was wir verkauft haben. Shit. Ja, ich würde sagen, da gucken wir morgen nochmal. Ah ja, Christian sagt, konnte man nicht auch Firmenanteile verhökern? Das können wir auch noch machen, um auf die 9 Millionen zu kommen. Naja, aber wir brauchen, das Problem ist ja, es gibt kein Flugzeug mehr. Ja, das morgen ist das schon wieder da. Ja, okay. Ja, weil die 24 Millionen können wir ja vergessen. Ja, die können wir auf jeden Fall vergessen. Nochmal so einer mit einer sehr hohen Prämie für Freitag. Sollen wir den mal auch. Aber bis wir da unten sind, nee. Ja, aber für eine Mille? Ich weiß gar nicht, welchen Flug White Drive gerade meint. Es ist 11. Den Flug bis 24 Uhr schafft ihr locker. Speichern und go, go, go. Was denn? Welchen Flug weiß ich auch nicht. Der Flug ist morgen. Wobei Last Minute. Ja, aber das ist ja eigentlich Cheaten. Also jetzt speichern und dann irgendein Risiko ausprobieren und dann wieder. Das stimmt. Durch. Wir machen das jetzt und erleben wir auch mit den Konsequenzen. Wollen wir den nehmen? Ach, das ist eine Mille. Ja, warte mal. Ich muss erst einmal gucken, ob ich die umplanen kann. Der ist für Freitag, der ist für Freitag, der ist für Freitag. Dann würden wir 66.000, 66.000 und 25.000 als Strafe bezahlen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel bringt, aber guck mal, hier kann man schön... Oh shit, dadurch wird er ja viel teurer. Ja, das ist besser. Ach, naja, du bist die Chefin. Oh, aber guck mal, wenn wir... Ah, guck mal, wenn wir das machen. Oh yeah. Oh yeah. Ups. Jetzt ist der Futsch. Okay, das war richtig smart von mir gerade. Herzlichen Glückwunsch. Danke.
Also Lukas Müller sagt, jeden Tag kommt ein neues Flugzeug ins Museum, da muss man ein bisschen Glück haben, dass das richtige Flugzeug zur richtigen Zeit verfügbar ist. Ja, da haben wir natürlich ein bisschen auch, war dumm, dass wir das nicht jeden Tag nachgeguckt haben. Honey Airlines versucht sich an einer Niederlassung in Kairo. Wieso haben die immer noch alle keine? Achso, oder warte mal, haben wir mit Phoenix Travel? Kooperieren wir eigentlich schon mit Phoenix Travel? Ja, was? Es geht um uns. Ah, guck mal, mit dem kooperieren wir noch gar nicht. Tschüss, ich muss weiter. Dann schauen wir doch mal schnell, ob der schon eine geile Niederlassung hat. Boah, ich glaube, ich habe mir noch nie umständlicher die Nase geputzt. Also. Ja, aber da ballern wir dann ja nur durch Europa. Das ist natürlich auch nicht so gut. Nee. Kann ich sonst noch etwas? Auf Wiederhören. Okay. Vielleicht können wir noch einen Kredit öffnen. Ich möchte. Leider ist. Okay, sollen wir gucken, wie viel wir dafür kriegen, wenn wir einen Teil unserer Anteile verkaufen? Nein, ich möchte verkaufen. Ich will Aktien. Von welcher Firma? Von Sunsch. Also, wir können ja nicht 40%. Naja, das bringt nichts. Guck mal, das ist super wenig. Unser Unternehmen ist leider nichts wert. Nee. Feierabend. Zumindest ist es jetzt nicht so, dass die völlig abheben. Guck mal, der hat fast denselben Gewinn noch. Ja. Hallo zusammen. So wie ich. Imitieren bringt mehr. Okay. Dann probieren wir das gleich nochmal. Oh, oh, da ist ein Brief. Das ist nie ein gutes Zeichen. Hier für Sonntag frühestens. Ah, nee, das ist nur Werbung. Gut. Ach, Werbung. Immer dieser Spam, das den damals schon gab. Das ist so geil, dass das alles noch per Brief dann ist. Bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Wieso ist das jetzt so viel besser? Ach so, weil das eine viel weitere Entfernung hat. Okay. Weißt du, was mir gerade in den Sinn gekommen ist? Ist jetzt völlig off-topic, aber wegen dieses Briefes. Ja. Ja. Oh, shit. Damals hat man ja noch, quasi Spam, das wir heute per E-Mail kriegen, per Post verschickt, ne? Das ist ja voll die Papierverschwendung und so. Ja, das stimmt. Aber jetzt denkt man heutzutage darüber nach, dass irgendwie Kaffee-to-go-Becher und sowas voll die Verschwendung sind. Aber wenn man mal ganz kurz überlegt, die haben ja einen Nutzen. Also die haben ja einen Zweck. Ja, und das andere war immer schon nur Spam. Und kennst du diese dämlichen, diese riesen Kataloge, die du kriegst? So und selbst wenn du sagst, ja, so, genau, aber die sind dann nochmal mit Folie umfoliert, ja, und das sowas. Hasse ich. Und selbst wenn du da drauf schreibst, bitte keine Werbung, wird dieses Zeug ja trotzdem hergestellt. Ja. Und das sollte man doch verbieten. Weil das hat, da hat keiner Nutzen von. Und wenn jemand das möchte, es gibt ja Leute, die wirklich gerne in so Katalogen rumblättern, dann sollen die das aktiv bestellen. Ja. Das stimmt, ich finde das auch. Wieso wird das nicht verboten? Weiß ich auch nicht. Aber stimme ich dir voll und ganz zu, ich finde es immer ganz schrecklich. Ey, das tut mir immer das Herz, wenn du es gibt ja in den Hausfluren immer diese Mülleimer. Wo dann, die sind dann einfach immer nur voll bis oben hin mit diesen. Der aktuelle Börsenkurs ist. Immer maximal imitieren. Meine Aktien, ich fasse zusammen. Und tiefster Preis, schreibt die Ufa. Tiefster Preis? Naja, wahrscheinlich dann kaufen die Leute das schnell. Ich habe jetzt auch gar nicht richtig aufgepasst. Na toll, weil ich dich abgelenkt habe mit meiner Geschichte. Ich werde es mir nochmal überlegen. Wir müssen ins Museum, es hat offen. Es hat auch so einen hohen Verbrauch.
Shit, die wäre gut. 290 Passagiere, 2800 Verbrauch. Okay, wie kommen wir jetzt an 1 Million? Oh, die wäre gut. Die ist ja, dann imitiert doch weg, jetzt schnell. Imitiert doch schnell. Aber, ja, Jufa, wie sollen wir die denn kaufen? Beste im ganzen Game. Ja, ich will die auch haben. Shit. Kredit aufnehmen, wir haben schon alles in einen Kredit aufgenommen. Hilf uns. Ihre Firma hat eine Menge an. Und man kann bis 1 Million ins Minus gehen. Oh, what? Das ist natürlich die Hälfte des Bedarfs. Kredit zurück. Kannst du bitte den ganzen Satz schreiben? Imitieren Max und tiefster Preis. Dann nochmal aufnehmen. Schreib den ganzen Satz! Bitte, ich verstehe es nicht. Kredit abbezahlt? Was schreibst du da? Du treibst uns in den Wahnsinn! Zusammen. Aber die Bankgebühren. Schreib einen Satz, bitte. Vor allen Dingen, wie sollen wir, also was bringt uns das denn überhaupt, die Mädchen? Kriegen wir dafür Geld? Wir müssen 65.000 Euro dafür bezahlen. Jetzt schreibt der XD. Oh Mann, du willst wohl nicht, dass wir das hier noch jemals wieder weiterspielen. Imitieren, Lisa, und tiefster Preis? Fragezeichen? Zahle erst deinen Kredit komplett zurück. Okay, das ist immerhin schon mal ein ganzer Satz. Aber wenn wir den Kredit komplett zurückbezahlen... Dann haben wir nicht genug Geld. Hä? ¾ ist gelb. 50% eures aktuellen Guthabens. Leute, wieso könnt ihr keine Sätze schreiben? 50% eures aktuellen Guthabens, was? Ich imitiere das jetzt, okay? Dann nimmst du Kredit neu auf. Wie, wenn man den Kredit zurückzahlt, kriegt man einen höheren? Aber ich imitiere jetzt. Ich bedanke mich. Oh, wir haben schon mehr Geld. Und dann können wir vielleicht ins Minus gehen? Man kann immer nur 50% vom aktuellen Guthaben aufnehmen. Yes! Wir haben das gute Flugzeug. Okay. Nice. Oh, wie kann ich fliegen, weil sie... Ach so, kein Personal hat. Nee. Achso, ja, Personal brauchen wir natürlich noch. Ich suche Berater. Nee, ich suche keine Berater. Ich suche. Boah, ich bin so aufgeregt, ich kann gar nicht richtig klicken. Eine sehr talentierte Pilotin. Hochbegabt, recht talentiert. Ich glaube, man sollte schon gute Leute nehmen. Sehr okay. Ich suche. Shit, ich weiß gerade gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich stell sie alle ein. Ich glaube, wir haben jetzt einen zu viel. Naja, vielleicht wird mal jemand krank. Boah, und jetzt Last Minute! Ja, okay. Der hat keine Vertragsstrafe, damit kann man nichts falsch machen. Nee, in Europa wollen wir nichts. Nee. Also das war auch übrigens nicht aber Europa, das war Afrika, aber... Ja, nehmen wir den erstmal. Das war auch schon mal gut. Schön von Mexiko-Stadt nach Los Angeles. Ja. Dann brauchen wir jetzt noch Los Angeles-Mexiko-Stadt. Das wäre natürlich Hammer. Distrikt Federal. Nee, Denver ist nicht die richtige Richtung. Shit. Achso, den hatten wir eben schon, haben wir nicht mehr. Shit. Wieso ist der... Nee, der andere hatte keine Strafe. Aber wir kommen nicht jetzt noch bis Santiago de Chile. Nee, nicht übertreiben jetzt. Wir haben... Und der war für heute, oder was? Ja, ja. Wait a minute, wir haben Flugzeug. Warte, wir müssen das... Ganz ruhig, Max. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Die Hildesheim... Wie viele Leute... Also erstmal ist das jetzt... Wie nennen wir das? 289 Passagiere. Das ist bestimmt wieder ein Bug. Wenn wir 290 Dings... Probieren wir auf jeden Fall aus. Reichweite. Oh, Alter, das hat auch voll die hohe Reichweite. Geil. Was ist denn der... Nee, das war ja, wir hatten eigentlich die Jumbo Minus, weil die schlecht war. Jetzt ist das Jumbo Plus, weil das ist ein gutes Flugzeug. Okay.
Jumbo plus 200. Wir probieren es mal mit 290. Und was hatte die? Die hatte so eine krasse Reichweite. 9940. Jetzt plötzlich kannst du ganze Sätze schreiben, oder was? Jetzt schreibt Jufa, hab die Sendung hier vor ein paar Wochen gesehen und erstmal komplett durchgeballert zum vierten Mal, seitdem einfach geiles Game. Ja, ist auch ein geiles Game. Der Auftrag ist gut und die Prämie wäre jetzt angemessen. Atlantis. Ich will dieses obskure Atlantis. Braucht keine Indexierung durch Namen. Ihr habt nur drei Flugzeuge. Wir haben nur zwei Flugzeuge. Aber was spricht gegen eine Indexierung durch Namen? Ja. Jetzt nicht so, als hätten wir damit super viel Zeit verbracht. Wir sollten in die Werbung gehen. Dann machen wir das natürlich. Bleibt dran. Wir haben gerade... Es fühlt sich an, als hätten wir einen Lauf. Ja. Aber ich will nicht... Ich bin super gespannt. Wenn wir aus der Werbung kommen, machen wir Feierabend und gucken, wie es gelaufen ist. Also bleibt dran. Hallo, wir sind zurück. Und wie versprochen, ich gehe ins Spiel wieder rein. Ich habe nämlich gefunden, wie man wahrscheinlich pausieren kann. Genau so. Mache Feierabend. Oh, wir sind voll krass im Minus, aber das soll angeblich ja egal sein. Ja, ist auch völlig egal. Wir sind wir sind shit, guck mal schnell. Wir sind richtig wir sind auf gut. Platz 2. Alter. Nice. Hammer. Nice. Boah, ich habe so Bock jetzt. Guten Morgen. Schön. So wie ich das. So. Oh, das ist schön. Wer ist geil, besser ey. Noch Honey Airlines? Und guck mal, kein Problem, Honey der Airlines, immer noch da. Der hängt immer noch an der Stelle seit 3 Tagen. Loser. So. Also, wir brauchen... Sagen die zwei Deppen, die 3 Anläufe brauchen. Irgendwelche YouTube-Kommentare und Jufa, der in Brocken erklärt, was wir zu tun haben. Las Vegas Atlantis wäre ein geiler Flug, wenn wir den im Last Minute heute... Oh, ich hasse, dass man Last Minute geschlossen hat. Los Angeles, Helsinki. Da wollen wir nicht hin. Aber kriegen wir es mit der Jumbo morgen noch hin? Boah, aber guck mal, wenn du solche Langstreckenflüge machen kannst. Doch, komm, lass uns die. Aber du musst dann zurückfliegen. Ist doch egal. Vielleicht finden wir ja auch Helsinki. Vielleicht hat ja auch jemand eine Niederlassung in der Nähe von Helsinki. Guck mal, ich rufe jetzt mal direkt an in Brüssel. Brüssel. Reykjavik. Oder Brüssel, Rio de Janeiro. Ohne Vertragsstrafe mit 30 Tonnen. Mit einer sehr hohen Prämie. Frachtmenge 30 Tonnen. Ach nee, das ist Brüssel. Wenn man Brüssel, Rio de Janeiro und keine Strafe. Guck mal, den nehme ich mal. Am Sonntag schon. Alter, ist ja der Hammer. Warte mal. Achso, ach so, weil wenn du von Helsinki nach Brüssel fliegen würdest und dann nach... Alter, das wäre der Jackpot. Das wäre richtig geil. Okay. Na gut, dann das erstmal nicht. Kairo. Kairo ist auch schon besser für Helsinki. Ja, komm, come on. Kairo ist aber trotzdem nochmal... Ja, aber noch Kairo, Ottawa? Einmal quer durch Europa durch. Ja, aber von... Ich glaube trotzdem, dass es besser ist. Kairo-Ottawa. Kairo-Reykjavik. Nun schon irgendwas in Nordeuropa. Ja, und dann von Kairo nach Helsinki, Kopenhagen und dann... Und dann Kairo-Ottawa. Ja, aber was ist das von den Tagen? Ich weiß nicht, ob wir 60 Tonnen transportieren können. Ah, nee, können wir nicht. Nee, ne? Wie viele Tonnen? Ich muss es 18 oder so war das. Echt? Das ist ja voll wenig. 29. Aber es reicht trotzdem nicht. Schade, sonst wäre es geil. Aber lass uns das trotzdem noch mal kurz durchdenken. Am Montag irgendwo aus Europa zurück nach Amerika. Wäre geil. Hm, nee, das nicht. Also wir könnten den zumindest nehmen, dann sind wir wenigstens schon in Reykjavik. Ja, von Reykjavik kommst du. Hm.
Ah, bin ich jetzt auch noch nicht überzeugt von. Manchmal gibt es ja auch Helsinki. Lass mal gucken, ob es irgendwann irgendwas aus Europa hier hin gibt. Nee, aber trotzdem mal gucken. Phoenix, Los Angeles. Ah, das ist aber ganz interessant. Bis Freitag. Ja, das kriegen wir hin. Aber kannst du das nicht an einem der mit der anderen Maschine fliegen? Nee, es sind zu viele Passagiere. Ach so. Aber guck mal, da brauchen wir jetzt Helsinki, also irgendwas können wir auch noch hier machen. Ich rufe nochmal in Brüssel an. Du, ich rufe nochmal in Brüssel an. Hallo, EU? Ach doch, komm, ich nehme dich mal. Der ist bis Donnerstag. Aber was war jetzt an dem so interessant? Dass der uns schon mal ein bisschen näher an Dings wieder bringt. Guck mal, das ist jetzt schon viel günstiger geworden. Okay, aber... Und dann brauchen wir noch Reykjavik, Los Angeles. Gibt's ja vielleicht hier. Los Angeles, Vancouver. Die Prämie ist nicht besonders, aber mit einem günstigen... Jerry. Die dürfen wir ja jetzt auch nicht komplett vergessen. Ja. Oh, die kann die nicht fliegen. What? Ach shit, die Entfernung. Das ist richtig dumm. Naja, gut, machen wir immer noch einen okayen Gewinn. Aber dann brauchen wir jetzt... Naja, dann musst du von Buenos Aires noch irgendwie wieder zurückkommen, ja, einfach. Ja, genau. Buenos Aires ist in Argentinien, ne? Jetzt einfach irgendwas, was Südamerika ist. Nichts dabei. Warte, ich rufe bei... Vielleicht sollten sich meine Konkurrenten mal noch ein paar mehr Niederlassungen holen. Wann ist das? Am Mittwoch. Buenos Aires, Los Angeles. Vielleicht gibt es ja auch noch Last-Minute-mäßig irgendwas. Was halt jetzt eine hohe Konzentration erfordert, ist die Tatsache, dass wir jetzt alle Passagieranforderungen quasi erfüllen können. Das heißt, wir werden sowieso keine Smileys oder nur noch sehr, sehr wenige Smileys bekommen mit absolute Warnung. Mhm. Und dann müssen wir ein bisschen aufpassen mit der Auslastung, denn Jerry kann weiterhin nur 168. Okay. Was macht unser... Der Tank ist leer. Oh, guck mal. Und jetzt ist der Marktpreis teurer als der Einkaufspreis. Ja, bei 20 Euro, Lisa. Ja, aber Kleinvieh macht auch Mist, Max. Ach. Ich guck mal, was der Dude uns hier anbieten kann. Vielleicht gibt er uns ja auch schon einen Rabatt. Extra gute Kerosin mit Make-up. Mal 252. Ja, ist jetzt auch der Preis wieder, oder nicht? Ja. Ich möchte... Achso, man kann nur 100, naja. Was kann ich sonst noch für Sie? Danke, das war's. Ciao. Wann kommt denn mal ein neuer Laptop? Ich habe zurzeit leider keine. In 4 Tagen erst. Ja, ja. Meine Lieferzeit damals bei Laptops, die war katastrophal. JD Wealth oder Jade Wealth? White Wealth, kein Mensch weiß, White Wealth, wie man es ausspricht. Naja, für alle Zuschauer, die es als Video die gucken und jetzt nicht wissen, worauf du dich beziehst. Auftrag für 1 Million. Meh. Guck mal, das ist 20 Euro billiger. Yay. Typical Lisa. Ja. Okay, wir brauchen für Montag für Jerry und für Jumbo auch für Montag irgendwas aus der Nähe von Reykjavik. Was sagt Brüssel? Alter! Oh shit, das schaffen wir nicht morgen. Schade.
geil, eine Prämie von 1 Million. Ach so, 12 ist der Name, Y ist weil YouTube. Ah, okay. Los Angeles, Kopenhagen. Ach nee, Mann, wir brauchen das andersrum. Ich mach mal Feierabend. Ist auch Samstag. Wer arbeitet Samstag? Naja, manche Menschen arbeiten Samstag bis 15 Uhr. Oh yeah. Alter, crazy. Oh, shish. Da setze ich mal das Briefing vor. Oh, guck mal, es gab eine erste Sabotage. Guten Morgen zusammen. Es hat einen Sabotagevorfall bei... Oh, hier, er war das. Jetzt haben wir es. Der hatte gerade so einen Heiligenschein. Honey Airlines hat ihn sabotiert. Aber trotzdem. Ich werde so etwas... Somit führt Sunshine Airways. Der Typ sitzt auch immer so wie ich in Meetings. Unser schönen Fuß mal auf. Unser Flugpersonal von Tenant leistet gute Arbeit, das gefällt mir zu hören. So, jetzt schauen wir nochmal. Montag etwas aus Reykjavik. In Dings, was sagt Last Minute? Ach. Die sind halt alle aus heute. Mann, wenn es andersrum wäre, würde ich den sofort machen. Das wäre ideal. Warum, wie, warte mal, wenn es andersrum ist? Du musst ja erstmal nach Europa rüberkommen. Der ist doch okay. Houston, Stockholm, heute. Das ist doch okay. Warte, lass uns einmal gucken, ob wir das hinkriegen. Nee, heute fliegen wir ja schon nach Europa. Ach so. Aber mit einem viel niedrigeren... Wir könnten auch die Strafe bezahlen. Ach nee, aber wir müssen erst noch nach Houston kommen. Nee, das ist mir jetzt zu risky. Was sagt Brüssel? Wien, Phoenix. Nee, ist nicht richtig. Aber, warte mal. Ja, aber wir brauchen da noch einen Rückweg aus Europa, oder? Ja, ich weiß. Aber wenn der sagt, die Prämien seien niedrig, aber es könnte trotzdem ganz gut sein. Ja, besser als ein Leerflug, oder? Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind ja immer noch in Reykjavik. Ja, in Reykjavik. Der leiseste Nieser, der je aus der Nase gekommen ist. Ja, aber guck mal, wenn der mir schon sagt, dass er nicht glaubt, dass es eine gute Wahl ist, dann will ich da mal lieber... Kann ich sonst noch etwas... Nee, ciao. Wo ist denn das? Sunshine Air. Ich würde... Was male? Ja, das habe ich noch nie von gehört. Das ist offensichtlich Asien. Alter, aber guck mal, was es da für Prämien gibt, ey. Entschuldigung, ich muss mir einmal meine Nase putzen. Das ist eine richtig fette Prämie. Warum machen wir die nicht? Weil wir den Montag nicht schaffen. Ich achte nie auf den Wochentag. Wie bitte? Ich achte nie auf den Wochentag. Das ist durchaus schlecht. Essentiell bei diesem... Achso, ich hab mein Mikro an. Mail ist direkt neben Female. Lol. Max, auf den Wochentag zu achten, ist durchaus essentiell bei diesem Spiel. Ja, wow. Danke für diesen Hinweis. Aber ich möchte jetzt mal gucken, dass wir hier, denn vielleicht hatte Christian ja auch recht mit dem Hinweis. Also, ich rufe nochmal in Brüssel an. Das habe ich gerade ja noch gar nicht gemacht. Für morgen. Zu Tokio, nein. Könnte aber auch schon besser sein. Dann fliegen wir von Reykjavik nach Brüssel und dann nach Caracas. Mhm. Ja, ne? Ja, und dann schön da irgendwo Südamerika wieder hoch. Ja. Dann sind wir zu Hause. Mal gucken. Mhm. Ah, guck mal. Das gefällt mir schon richtig gut. Und jetzt brauchen wir noch Caracas, Los Angeles. Und... Ja, oder was anderes aus Südamerika. Warte mal. Ach shit, der ist an dem Tag. Schade. Sonst. Achso, nee. Ja. Schade, der fliegt auch nach Südamerika. Das ist ja. Das weiß natürlich noch. Na gut. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Wir pendeln einfach zwischen. Ja. Amerika und Südamerika.
Am Dienstag. In Nordamerika kommt sie dann. Montag für die Jerry. Die ist in Los Angeles. Mal gucken, was Last Minute sagt. Nee, die kriegen wir. Ach, Mann. Okay, ich glaube, wir müssen uns unbedingt an Christian halten. Überleg mal, mit was für Prämien wir hier ausgestattet werden. So sind die alle am Montag. Ich auch nicht. Barcelona, Los Angeles. Für eine super hohe Prämie. Wir müssten doch aus Europa. Nee, ach, wir shit. Sind schon in Südamerika. Shit! Aber warte mal, vielleicht wie teuer war denn die Strafe bei dem Südamerika-Flug? Vielleicht können wir den einfach droppen. Barcelona. Guck mal, jetzt gibt's Reykjavik, Los Angeles. Wollen die mich verarschen? Und auch noch mit einer guten Prämie. Guck mal am bitte Montag. Einmal. Achso, Montag schaffst du den nicht mehr. Montag schaffst du den nicht mehr. Ah doch, der, obwohl, doch, warte mal. Der hat nicht so eine hohe Strafe. Wie hoch ist die Strafe? 185. Ja, aber du verdienst nur 400.000 damit, dann hast du die Hälfte schon mal an Strafe weg. Dann hast du auch Sprit. Stimmt. Nee, du. Nee, das ist doof, ne? Okay, Buenos Aires, Los Angeles ist eher das. Aber da suche ich jetzt noch gar nicht nach, sondern da hoffe ich auf Last Minute. So, wir brauchen jetzt noch mal ein paar. Wie viele Passagiere kann die 168? 16 Tonnen. Oh, warte mal, ich muss mal gerade gucken, ob wir hier einen Flugbegleiter zu viel haben. Nee. Man könnte natürlich auch überlegen, ob die Jerry vielleicht mal einen kleinen Frachtflug fährt, fliegt. 16 Tonnen, ist sie natürlich viel hin und her unterwegs. Aber die ist jetzt gerade in L.A. Ruf mal irgendwo an. Chris hat einen Witz im Chat gemacht. Und zwar? Warum hat das Flugzeug einen Propeller, möchte der Lehrer wissen. Damit der Pilot nicht schwitzt, sagt Fritzchen. Der Lehrer, so ein Unsinn, das ist völlig falsch. Fritzchen erwidert, komisch, ich sah einmal, wie bei einem Flugzeug der Propeller ausgefallen ist. Da hätten Sie mal sehen sollen, wie der Pilot geschwitzt hat. Mein Vater hat mir früher mal sehr viele Fritzchen-Witze erzählt. Okay. War seine mal, Spezialität. 40 Tonnen. Das schaffen wir nicht. Alter, 2 Millionen. Bis Samstag. Alter. Nehmen. Nee, das sind 60 Tonnen. Ach, 60 Tonnen. Aber den... Da fliegen wir super. Zweimal. Nee, dreimal, weil wir nur 29 ja. Tonnen. Shit. Aber guck mal, wenn ich hier... Oh, guck mal, den kann die... Den nehmen wir auf jeden Fall. Den kann die Jerry nämlich einfach so fliegen. Und ich überlege, ob wir den hier noch nehmen sollen und ein paar Mal hin und her fliegen. Nee, aber das ist vielleicht nicht so gut. Nehmen wir erstmal den. Hammer. Dann müssen wir Los Angeles, Ottawa, das gab's doch öfter mal. Hier. Aber mit... Chips. Was eigentlich? Achso, und zu viele Punkte. Los Angeles Dublin. Welche Frachten können die Flieger denn haben? 29 hat unsere Jumbo Plus. Ja. Das ist super dumm, weil dann müssen wir dreimal fliegen. Los Angeles Ottawa. Was hatten wir noch für Niederlassungen? Phoenix. Ich bin wieder Ottawa. Am Montag. Ging um Dienstag, ne? Oder? Shit, warte. Nee, das war später, ja. Dienstag oder Mittwoch. Aber warte mal, vielleicht bringt uns das ja trotzdem was. Montag. War das nicht gerade Montag? Ah ja. Ja, stimmt. Aber am Dienstag war dein Frachtflug, deswegen war ich okay. Kann die auch die Entfernung? Ja, 3000, ja, ne? Ist doch egal. Oder? Aber, ja doch. Nicht passen. Guck dir das an. Aber so, kannst du die jetzt nicht ein bisschen dahin schieben, dann kannst du Montagvormittag noch was anderes machen. Los Angeles, Vancouver. Ist Ottawa nicht auch in Kanada? Wahrscheinlich hättest du den gar nicht
Erst bis Donnerstag. Nee, so ist besser. Okay. Aber vielleicht findest du noch Los Angeles, Vancouver, weil die Strecke ist ja nicht so unpopulär. Ja. Chicago bringt uns da nichts, ne? Alter. Ottawa, Kiew. Oh, aber warte mal, wenn wir in Ottawa sind, können wir da nicht rüberfliegen? Nee, aber das ist die große Maschine. Achso. Okay, wir müssen auf jeden Fall... Alter. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir die Jumbo leer kriegen. Um dann damit Last-Minute-Flüge zu machen, glaube ich. Los Angeles, Ottawa, brauchten wir das nicht, aber erst am Mittwoch. Nee, wir brauchten Los Angeles, Vancouver. Ah ja. Mittwoch. Nee, aber das würde jetzt wieder dem widersprechen, was ich gerade gesagt habe, nämlich die Jumbo mal ein bisschen leer fliegen zu lassen. Oder ist die so lange? Ach, die ist in diesem verdammten Südamerika. Okay, dann brauchen wir Dienstag oder Mittwoch einen Flug von Südamerika nach Los Angeles. Gibt's alles nicht. Dann rufen wir an. In Phoenix. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Bermudas, Phoenix. Phoenix, Mexiko-Stadt. Am Dienstag. Was habe ich eben gesagt, für warum wir das brauchen? Ha. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich mach mal Feierabend, das ist auch Sonntag. Da muss man ich habe schlechtes Gedächtnis, ich mach mal Feierabend. Oh, da haben wir aber schön Blumen. Oh, oh. Oh. Guck mal, 3 Millionen. Oh, und sie sagt noch, oh, oh. Guck mal. Oh, aber unsere Flugzeuge sind 81%, ne? Echt? Warum das denn? Wir haben noch die Top. Er hat schon wieder hier. Telefone wurden manipuliert. Das ist ungesetzlich. Ich werde so etwas auf Ey, wir sind einfach ganz tipptopp an der Spitze. Die Nummer läuft heute. Aber er sagt, unsere Flugzeuge sind in einem guten Zustand, weiter so. Keinen Grund zur Klage. Und weiter mit... Okay. So, also. Oh, wir sind in Phoenix. Das heißt, wir brauchen für die Jerry aus Phoenix einen Flug am Dienstag. Das kann nicht fliegen. Das kann sie nicht fliegen. Das kann sie nicht fliegen. Aber vielleicht warum kann sie Phoenix einfach das nicht fliegen? Weil das zu viele Passagiere sind. Aber vielleicht kann sie Phoenix Vancouver. Oh, da muss sie aber ganz oft hin und her fliegen. Nee, das ist schwierig. Das kann sie nicht fliegen. Boah, 4 Millionen. Alter, lass den doch machen. Aber das müsste die... Dann müsste die Jumbo zweimal fliegen. Und keine Strafe, ja komm, das machen wir. Das hat keine Strafe? Nee. Ist ja ein No-Brainer. Hey, warte, wenn wir den fertig haben, haben wir gewonnen. Stimmt. Mach alles, dass das so funktioniert. Scheiß drauf. Weg damit, alles weg. Ich glaube, schaffen wir nicht. Warum nicht? Weil der Flug einfach zu lang ist. Nur wenn du das ja jetzt noch dreimal hinpackst, dann wird das nicht besser. Ja, was machst du denn da? Nicht. Aber kannst du es nicht am Dienstag fliegen? Nee, der ist nur Mittwoch. Das ist schade. Wäre schön gewesen. Hä? Man muss die 40 Tonnen am Mittwoch hin und her fliegen. Ja, aber kannst du... Das ist ja jetzt dumm. Kannst du... Kannst du die... es bleiben noch 11. Kannst du die nicht mit der Jerry fliegen? Ach, die hat die Reichweite nicht. Nee. Die Frage ist ja, ob wir... Nee, wir kriegen die Prämie ja nur, wenn wir den ganz erfüllen, ne? Gut, dann müssen wir ihn wegschmeißen. Das ist ganz weg. Aber wirklich, dass wir die dann nur kriegen, wenn wir uns ganz erfüllen? Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Oh, damit hätten wir gewonnen. Ja, ich weiß. Lass einfach noch ein Flugzeug kaufen. Eins, was hohe Tonnen fliegen kann. Ja. Aber das muss, warte, das muss dann ja schaffen 40 Tonnen und 9000... Nee, das muss doch nur 11 schaffen.
Wir fliegen doch die so. Schon mit dem. Stimmt, warte mal, wir schaffen noch 11. Wir brauchen 11 und eine hohe Reichweite. 9.500 Kilometer. Okay, nicht, dass wir uns jetzt total verrennen, Max. Ist doch egal, dann gewinnen wir. Die schafft die Reichweite nicht? Nein? Nee. 3,9,5 war das. Ja gut, dann müssen wir den... Guck nochmal die Reichweite an, bitte. Bei welchem? Ach so, bei dem Flug. Oh, da stand doch... Entfernung 9.000... Oh, das könnte doch hinhauen. 9.230. Ja. Aber die hat auch 4 Millionen schon gekostet, die Maschine. 9.230? Ja. Oh, das ist ganz knapp. Damit unterschreiten wir die gesetzliche Mindest... Aber egal. Wirklich? Nee, du musst... Ja, egal, ist egal. Aber die können wir uns nicht leisten. Aber dann hätten wir gewonnen. Ja. Aber, nee, warte mal. Die kann sogar, guck mal, die kann das sogar fast alleine fliegen. Die hat 38 Tonnen. Ja, aber auch nur fast. Ja. Nee, du, Max, das ist mir zu. Guck mal, der hat keine Strafe. Oh, du hast einfach keinen Mumm. Das ist ja unglaublich. Hier, der Chat ruft auch all in, go, go, go. Sie jubeln uns zu. Ja, okay, aber dann müssen wir halt zur Bank. Kredit aufnehmen. Guck mal, wir könnten übrigens gekauft werden. Ne? Wir haben nur 48% unseres Unternehmens. Ich möchte einen. Leider ist die Kredit. Oh, okay. Nee, dann geht's nicht. Ich baller den weg. Guck mal, damit machen wir auch schon guten Schnitt. Und der hier ist auch gut. Wir müssen halt nur aus Buenos Aires nach Los Angeles zurückkommen. Und der ist immer noch in Phoenix. Sorry, da bin ich einfach nicht risikofreudig genug. Guck mal, der ist noch... Ah nee, da kann ich nicht fliegen. Am Donnerstag und ohne Vertragsstrafe, damit können wir nichts falsch machen. Tonnen, das schaffen wir nicht. Schade. Aber die Strecke ist doch winzig kurz. Aber mit der Maschine, mit der wir es machen müssten. Guck mal, die können. Ja, aber der bringt nicht so viel. Der ist. Den machen wir mit der. Oh, 60 Tonnen schaffen wir mit der, glaube ich nicht. Oder? Wobei, der ist super kurz. Ja, nee, dann ballern wir hin und zurück. Nee, aber es geht uns ja auch um den Spritverbrauch. Nee, okay. Ja, warte. 4,4 Millionen sind uns durch die Lappen gegangen. Ja. Da einfach sind die uns durch die Lappen. Oh shit, wieso kann er die schon wieder... Ich will nicht aufgepasst. Warte mal. 132. Habe ich den gekauft? Das ist ärgerlich. Das ist mir zu viel Gelb da gerade. Ja, mir auch. Buenos Aires, Phoenix. Ich rufe in Phoenix an, vielleicht haben wir was. Nee, das bringt uns auch nichts. Ach. Das ist jetzt natürlich so, jetzt ist Jumbo auch schon wieder so lange voll. Buenos Aires. Okay, warte, ich gehe nochmal zur Last Minute. Warte mal, wenn wir den nehmen. Ist der nicht... Ne, dann fliegt der erst da noch. Ne? Hm? Oh. Nee, guck mal, der ist da ja gerade in Europa. Ach du. Aber wenn der in Europa ist? Nee, das hätten wir nicht mehr geschafft. Nee, aber da waren noch andere Flüge in Europa, oder nicht? Egal, wir machen jetzt einmal hier... Wie spät ist es eigentlich? Halb, kurz noch halb. Okay.
Also, Buenos Aires, Phoenix. Komm, den gibt's jetzt hier. Oh, guck mal, da würde der andersrum um die Welt fliegen, als die Karte da zu sehen ist. Ottawa, Phoenix, am Freitag. 40 Tonnen. Guck mal, der Flug ist nicht so lang. Das könnte man mal überlegen. Aber ich hoffe eigentlich, dass wir bis Freitag gar nicht... Das ist ja sehr viel. Ah, nee, die können die nicht fliegen. Den nehme ich mal für die Kleine. Kannst du die mit der großen noch fliegen? Also, last minute. Die müsstest du mit der großen nur zweimal fliegen, tatsächlich, ne? Okay, dann gucken wir da gleich nochmal. Mit 1 Million Prämie. Und der ist da sowieso gerade. Was fliegt der heute noch? Ach shit, der ist da schon. Aber der ist in Buenos Aires. Wenn der dann... Na, schon mal nicht mehr. Du meinst, wenn ich diese hier da rausballere, fliegt der die... Ach, guck mal, die fliegt... Ja, aber dann, musst du, dann suchst du dir dafür jetzt gleich ein paar andere schöne Flüge. Den musst du jetzt nur zweimal fliegen. Oh ja, das ist smart. Und Phoenix Ottawa vielleicht finden. Oh, warte mal, einmal ganz kurz. Ja. Nimm mal den zweiten Flug davon wieder weg und guck dir jetzt mal den Jerry an. Das sind nur noch 11 Tonnen. Schafft die das? Ja. Nice. Sehr gut. Mhm. Okay, aber Jerry muss doch jetzt irgendeinen Last-Minute-Flug noch machen können. Den zum Beispiel. Oh Mann, ey, das nervt nur, ein Flugzeug zu haben, was du nur... Wieso ist dieser Auftrag sehr gut und die Prämie mehr als angemessen? Das ist doch Bullshit. Boah! Am Mittwoch. Ja. Was? Boah! Aber 14 Holy. Millionen Strafe. Für 2 Passagiere. Kannst du die am Mittwoch fliegen nach Helsinki? Ja, der hat keine hohe Strafe. Dann haben wir gewonnen. Aus Buenos Aires musste dann nach... Dann ist aber der und dann noch... Na gut, aber das müssten wir schaffen. Aber es ist eine 14 Millionen Strafe, ne? Ja, aber das müssten wir schaffen. Fuck, schaffen wir das? Ist das jetzt Gier bei uns? Wir sind 1 Million entfernt vom Ziel. Speicher doch. Speicher doch einmal. Okay, dann nehme ich den jetzt, ne? Ja, komm. Wer ist das, ne? Oh. 5 Millionen gewinnen! Für 2 Passagiere, was sind das für Edelpassagiere? Ich mach mal Feierabend. Alter. Ja, ich kann es kaum erwarten, dass Mittwoch wie jetzt. Man kann es jetzt eigentlich direkt auch wieder feiern. Oh, shit! Guck mal, sogar ohne, dass wir den Flug gemacht haben. Ja, das ist eigentlich super dumm, aber... 9 Millionen Gewinn. Womit haben wir diesen Gewinn denn plötzlich noch gemacht? Ah. Geil. Schönen guten Morgen. Fangen wir mit der Besprechung an. So wie ich das sehe, haben Sie bisher folgende Gewinne oder. Jetzt müssen wir uns zurücklehnen und entspannen, Max. Ach. Gleich kommt dieses Bild. Ja, okay. Qualifiziert hat sich somit eindeutig Sunshine Airways. Yes. Den anderen danke ich für die Teilnahme. Loser. Ihr habt ja nur gerade Missionsziel erreicht. Hammer. Gut. Das ist sehr erfreulich. Scheiße, das heißt, das Spiel geht weiter. Das Spiel geht weiter. Wir haben jetzt noch... sollten wir noch einmal kurz in die Werbung gehen, Regie? Liebe Regie? Nö. Nö, okay.
Dann gucken wir uns gleich noch die nächste Mission an. Hammer. Boah, ich freue mich richtig. Mit LAX und Pearl Startflughafen eigentlich ganz gut gefahren, ne? Würde ich sagen, ja. Machen wir weiter. Und jetzt haben wir New York, Rio, Tokio. Ich glaube, da müssen wir roten fliegen. Bin gespannt. Oh, guck mal, es gibt das Werbebüro jetzt. Ja, jetzt, ja, dann wird es jetzt wahrscheinlich. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Was dann so sagt. Oh, guten Morgen zusammen. Vom Ministerium wurde ein Förderpreis für Flughäfen ausgeschrieben, der Sie interessieren wird. Es geht darum, einige Städte mit einem ständigen Routennetz zu verbinden. Okay. Konkret geht es dabei um Rio de Janeiro, New York, Tokio, Seoul, Mexiko-Stadt und Moskau. Von mindestens 5 dieser 6 Städte müssen regelmäßig ein Flug nach Los Angeles und zurückgehen. Insgesamt also mindestens 10 Routen. Okay. Außerdem müssen die Routen natürlich ausgelastet sein. Mindestens 20% der Passagiere müssen jeweils mit ihnen fliegen. Ich will, dass wir den Förderpreis bekommen. Und nicht ein dahergelaufener anderer Flughafen. Ich Hallo, ich bin ein Flughafen. Wir sehen uns spätestens morgen früh. Okay, dann gucke ich als erstes mal, hier ist das Routenboard, was man sich da so holen kann. New York, Rio, Tokio war das, ne? Okay, das kann Naja, und Moskau und Moskau Mexiko-Stadt. Gut, dass du dir das gemerkt hast. Aber Mexiko-Stadt steht da auch nicht, oder? Ah, doch. Ah, das Gute ist, das ist immer hin und zurück, wenn man die kauft. Die Miete kostet 700. Moskau kostet... Oh, guck mal, das ist, die Miete ist richtig günstig. Aber wir wissen natürlich noch gar nicht, was wir für Flugzeuge haben. Ich gehe erst kurz ins Büro. Alles andere macht keinen Sinn. Nee, gibt keinen Sinn. Reichweite 13.000. Passagiere 315. Hoher Spritverbrauch. Oh ja, sehr hoher Spritverbrauch. Das ist wieder die Jerry Plus, ne? Das heißt, die hier können wir eigentlich schon wieder direkt loswerden. Also ich meine, die Reichweite ist natürlich Hammer. Entschuldigung, ich muss einmal meine Nase putzen. Bei mir wird es auch schon wieder schlimmer mit dem... Brauchst du ein Taschentuch? Nee, ich hab noch eine kleine Packung. Eine kleine Ration Taschentücher. Aber ich habe seit letztem... Donnerstag 15 Packungen verbraucht. Ui. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Also, wir wollen weiterspielen. Allergien sind die Pest. Ja, das Problem bei uns beiden ist, das ist so ein Zwischending zwischen Allergie ja. und Erkältung. Okay. Schaffen wir die heute noch? Nee. Dann müssen die einmal kurz beide fliegen, auch wenn das super dumm ist. Guck mal, wir machen mit dem sogar Minus. Was hat der für eine Strafe? 50.000. Obwohl, darum geht es ja jetzt diesmal nicht. Oder wir verkaufen... Warte mal. Strafe 58. Ach, es geht ja gar nicht mehr um den Gewinn. Ich verkaufe die, glaube ich, direkt, oder? Also die Reichweite ist natürlich gut. Oh ja, die Reichweite ist richtig gut. Die werden wir wahrscheinlich brauchen für... für diese riesigen... Für Moskau Routen. Und so. Ja. Oh, jetzt muss man sich erstmal wieder auf was ganz Neues einstellen. Was sagen denn hier die Niederlassungen? Ist das relevant dieses Mal? Ich glaube nicht. Hast du mal? Mhm. Hast du das Knurren gehört, oder was? Sehr eigenartig. Ich habe sogar zweimal gefrühstückt. Naja. Also Mexiko statt LAX, die könnten wir auf jeden Fall mit unserer kleineren Maschine ja auch fliegen. Aber die Miete ist übertrieben teuer. Wieso heißt das hier? Achso, okay. New York ist auch gebraucht, ne? Mhm. Das kriegen wir aber entfernungstechnisch auch nur noch mit der anderen hin, glaube ich. Oder? Nee, das kann doch gar nicht sein.
Shit, was hatten wir da für eine Entfernung? Mit welcher? Mit der kleineren? Mit der kleinen weiß ich nicht, nur mit der großen weiß ich nicht. Rio brauchen wir auch. Und Tokio. Okay. Ich nehme die 747 behalten, der Spritverbrauch ist zwar extrem hoch, ihr braucht aber die Reichweite zum Beispiel für Tokio, schreibt Lukas Müller. Okay, ja, der hat uns schon viele gute Tipps gegeben, darauf baue ich. Ich nehme mal New York, Los Angeles, das müssten wir mit der... Ah, ist das der aus den Kommentaren, die du vorhin vorgelesen hast? Ja. Okay. Und dann, was ist denn wohl die beste Route dann noch? Müssen wir alle fünf fliegen? Das habe ich gar nicht richtig verstanden. Oder alle Linien zusammen? Ich glaube, alle zusammen. Diese Miete hier ist halt so ultra hoch. Ich weiß jetzt nicht, warum. Also hier ist die Miete viel, viel geringer. Der Bedarf sind 1643. Ja, nee, dann nehme ich erstmal noch die. Und dann müssen wir Werbung machen, das weiß ich. Nee, Jörg hat gesagt, wir müssen keine Werbung mehr machen. Lol. Ah, die machen gleich das auf. Fritz Karl ist der Besitzer der Werbeagentur. Wie sieht das Image meiner Firma aus? Sie sind noch völlig unbekannt. Wir haben von 1000 Leuten kennt keiner Sunshine Airways. Da liegt mir jetzt ein Spruch das auf den Lippen, echt, den das ich sieht echt aus wie so ein. Ich möchte das wie so ein Cyber-Internet-Firma-Büro. Ja. Dann möchten Sie vielleicht. Ich möchte das. Da sind Sie genau. Ein paar Flugblätter, Anzeigen oder Radiospots. Vielleicht Product Placement für eine Airline im Kino. Wie könnte das aussehen? Spots im Radio finde ich ganz gut. Nee, im Fernsehen. Das ist aber direkt viel teurer. Lass mal hier mit aber Radio. Spots im Radio. Guck mal, das spielt Ende der 90er. Ich mache mich so ja, ist Radio noch ein relevantes Medium. Nee, da kam gerade der Song TV Kills Radio Star. Nein, das war in den 80ern. Außer wenn das Video killed the radius. Die hab ich doch gesagt. Ich hoffe, Anja guckt nicht zu. Achso, die hier brauchen wir, weil sie weite Flüge kann. Dann halt, wie heißt ein Tier, was weit fliegen kann? Storch? Was sind so Tiere, die in Afrika überwintern? Ist es nicht immer so, oh, die Störche kommen wieder? Albatros. Adler. Kondor, stimmt, das ist nicht nur eine Fluglinie mal gewesen, sondern es war auch wirklich ein Vogel, ne? Hamster. Wanderfalke. Achso, aber dann brauchen wir ja noch den Übertrag. Albatros, den gab's doch bei Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Und wie hieß der da? Ich weiß nicht mal, was jetzt Bernhard und Bianca ist. Kennst du es nicht, diese Zeichentrickserie? Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Hat in Australien gespielt. Gänse sind das Team. Stimmt. Wo gibt es eine Gans? Es gibt diesen einen Film, den habe ich auch nie gesehen. Aber was ist denn mit Albertus Quack? Der ist eine Ente, oder? Aber Enten überwintern nicht irgendwo anders? Nö, die stecken doch immer ihren Kopf so. Wie heißt der nochmal mit Vornamen? Alfred. Alfred. Komm. Wilbert? Wirklich? Welcher? Orville heißt die Kanaille. Wobei denn? Ach komm, ich nehme Albi für Albatros. Was ist denn mit Gustav Gans? Der Albatros aus Bernhard und Bianca. Ja, ja der heißt Wilbert. Wilbert? Okay, dann nehmen wir Wilbert. Schön. So. Und man soll da... Alfred Jodokus Quack. Genau.
Man soll damit ein bisschen warten, habe ich gehört. Oh, ist das... Sheesh. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich. Alter, was ist das denn? Rio de Janeiro. Mal gucken. Ah, genau. Ich wollte gucken, ob Jerry Los Angeles... Nee, kann ja auch nicht fliegen. So fröhlich war ich nie. Dann kann man fast überlegen, sich noch eine andere... Gucken wir gerade, ob es noch Last Minute irgendwas Geiles gibt. Nee, zu weit. Oh, wir haben noch gar keinen Auftragsberater. Aber es geht ja auch nur um Routen. Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Wir müssen uns gibt's auf die Imageberater oder sowas? Fräulein Selig? Ich suche Berater. Personal brauchen wir. Auftragsanalyst. Nee, Flugzeuganalyst. Ich frage mich, wofür man eine Fitnesstrainerin braucht. Ich finde Fitness mit SZ geschrieben auch richtig geil. Ja. Boah, das ist jetzt echt nochmal so eine richtig neue Denkaufgabe. Bringt es uns was, wenn wir... Also wir brauchen erstmal eine kurze Route hier noch für die Jerry. Die hat eine Reichweite von 3870. Oh, ich muss die Flugzeuge noch umrufen. Jerry hat 3870. Okay. Wo kann man das wohl nochmal nachgucken, welche Routen man fliegen muss? Das hat er ja eben gesagt, aber ich konnte mir das auf keinen Fall merken. Ich weiß die noch. Ja? Ja. Tokio, New York, Paris, Moskau, Mexiko-Stadt und Seoul. Boah, das ist ja alles richtig weit. Ey, dann kann man fast überlegen, ob man die Jerry dieses Mal verkauft und noch ein weiteres Flugzeug kauft, was weite Reichweiten fliegen kann. Guck mal ins Museum. 5.000. Oh, die ist teuer. 4.000. 6.000. Oh, guck mal. Ist aber auch nicht spektakulär, oder? Aber 6.000. Die hat einen super geringen Verbrauch. Und die kostet nur 1 Million. Die kostet erstmal 2 Millionen. Aber... Ja, okay. Ah, den Boss ansprechen, da gibt es das Missionsziel nochmal. Guck mal, die hat nur noch 15 Passagiere. Ah. Das ist ganz gut, dass du mir das nochmal gesagt hast. Wir gehen nochmal kurz zum Boss, um uns zu merken, welche Ziele es genau sind. Gesundheit. Ja, was gibt's? Oh, stimmt, man kann bei dem auch noch ein zweites Gate kaufen. Was oder beantragen. Ach, das ist natürlich nicht gut. Los Angeles. Mit mindestens 5. Stelle. Ach, Rio de Janeiro habe ich vergessen. Die habe ich aber schon gekauft. Tokio, Seoul, Mexiko-Stadt, Moskau. Rio, New York, New York, Rio, Tokio und Seoul und Mexiko-Stadt und Moskau. Seoul, Mexiko-Stadt, Moskau. Die haben halt, die sind halt alle wirklich ultra weit, ne? Mexiko-Stadt ist nicht so weit. Oh, stimmt. Die könnten wir... Ja, die sollten wir uns kaufen. Hat er eigentlich das Ja, die können wir mit der Jerry fliegen, auch wenn die Miete hoch ist. Aber das Geld ist ja egal. Okay. Einmal im Leben spielt Geld keine Rolle. Ist das nicht sogar nichts? Nee, Orlando. Boah, ich hab voll Bock auf Burritos. Oh, ja. Hast du schon gesehen, diesen Burrito-Laden an der Osterstraße? Klar. Da kann man ganz gut mal hingehen. Klar. Schon ausgecheckt. Okay, damit fliegen wir jetzt. Entschuldigung, ich muss meine Nase nochmal putzen. Ich auch, aber ich denke mir die ganze Zeit, die letzten 5 Minuten halte ich noch durch. Ich nicht. Wir haben jetzt schon 3. Wir müssen uns auch eigentlich mal bei den Zuschauern entschuldigen, aber es war, bevor wir angefangen haben, nicht so schlimm bei uns. Ja, das stimmt allerdings. Das ist erst hier jetzt richtig schlimm geworden. Ja. Sonst hätten wir das vielleicht auch nicht gemacht, aber wir waren noch nicht so krank heute Morgen. Setzt uns gerade ein bisschen zu. In der Osterstraße gibt es viel Stony Mahoney. Viel Essen. Also, wir haben jetzt schon mal New York, Rio und Mexiko-Stadt. Wir fliegen... Und wir müssen 5 bedienen oder müssen
alle zusammen 5 bedienen und wir müssen am besten sein. Das verstehe ich nicht ganz. Mal gucken, was der uns morgen dazu sagt. Was sollte bis 14 Uhr gehen? Niemand. Wir sollten nur bis 13 Uhr gehen. Nein, Tonino 1985, wir sind nicht allergisch auf den Chat. Aber es ist eine Mischung aus Erkältung, die bei uns gerade überall rumgeht, und ein bisschen Heuschnupfen mich auch. Jufa sagt, es ist keine gute Idee, alle Routen direkt zu holen. Man zahlt Miete täglich für 0 Euro Gewinn. Okay. Und was die alles für schlechtes Personal haben. Hallo zusammen. Nach meinen Informationen haben... Wir haben 2. Somit führt... Oh, im Plan stand wohl, dass es bis 14 Uhr geht. Nee, das ist aber ein Missverständnis, weil wir beide haben auch Meetings. Also, ja. Wir haben ja immer nur bis 13 Uhr gemacht. Aber Cologne und Hogan sagt auch, dass es steht einfach nicht im Sendeplan. Die 13. Ah, deswegen. Da kommt aber gleich ein schönes kleines Video von Laura, in dem sie dokumentiert, wie sie für das Pilos Pen and Paper das Warhammer Set gebastelt hat. Von daher sollte man auf jeden Fall dranbleiben und sich das einmal angucken. Und dann kommen ja später auch Marco und Mara noch. Ja. Also um 14 Uhr. Um 14 Uhr ist Eddie mit Monster so. Oder so. Ey Leute, es ist gutes Programm. Einfach dranbleiben. Ja, das stimmt allerdings. Was haben wir hier? Oh, was? Oh, wir haben... Achso, das war der, den ich... Ja, das ist schon okay. Den Flug hatte ich bewusst nicht gemacht, weil das irgendwie Quatsch war. Okay. Also, weiß man hier schon, wie die ausgelastet sind? Nee. Woran... Wann... Wie kann man denn sehen? 231 nutzen den Flug. Guck mal, das ist doch ganz gut. Boah, aber... Sollten wir vielleicht mal an den Ticketpreisen schrauben? Unsere Einnahmen und unsere Ausgaben? Es geht doch gar nicht um die Egal, Einnahmen. Egal, solange wir Gewinn machen, wenn wir okay, richtig, ne, günstig sind, dann kommen die Leute wie in Scharen zu uns. Stimmt. Wir sind in Orlando. Ich guck mal gerade, ob wir vielleicht noch einen kleinen Last-Minute-Flug aus Orlando haben. Oh, immer samstags. Oder wir gucken... Ah, die haben noch geschlossen. Das sind Öffnungszeiten, die lobe ich mir. 12 bis 18 Uhr, ey. Warum lobst du die? Ja, ist wenig. Warum lobst du die das? Da voll arbeitnehmerunfreundlich. Ja, gute Stimme. Ich hasse nichts mehr als Feierabend zu machen, da hat alles schon zu. Ja. Das finde ich gerade so geil in Hamburg, wenn du aus einer kleinen Stadt kommst, 18 Uhr ist da alles dicht. Und ich muss heute noch so ein Passfoto machen. Mhm. Und die scheiß Fotoläden haben einfach bis 20 Uhr auf. Ja. Wo gibt's denn eine Kleinstadt, wenn die 16 Uhr, wenn die zumachen? Ja, das stimmt. Aber tatsächlich ist es ja zum Beispiel bei uns so, dass die Edekas nur bis 21 Uhr geöffnet haben. Das nervt mich mega. Das nervt mich auch mega. Denn da war ich eigentlich aus Münster auch schon anderes gewohnt. Aber das ist auch nur bei uns im Viertel so. Ja, ich weiß. Aber gleichzeitig denke ich dann immer auch, die armen Leute, die irgendwie bis 12 Uhr an der Kasse sitzen, ist ja auch nicht so geil. Also New York, Rio, Tokio. New York, Rio, Mexiko-Stadt, Seoul und Moskau war es noch. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Wenn wir jetzt uns einfach noch die beiden anderen Routen holen, dann müssen wir noch für diese Auslastung sorgen. Genau, wir brauchen noch Tokio, Los Angeles. Sitze der Flugzeuge haben wir angepasst. Genau. Den Flieger ein bisschen upgraden, Essen auf Max und den maximalen Ticketpreis für die Economy-Klasse. Das Image der Route auf 100% bewerben. Ich finde richtig gut, wie Jufa jetzt ganze Sätze schreibt, damit wir auch verstehen, was das ist sehr hilfreich, was gemeint, danke, ist. Okay, dann machen wir mal ein bisschen schöneres Flugzeug. Jetzt kann ich auch richtig folgen, was gemeint ist. Ja. Denn das kann man ja auch nachvollziehen. Was ist das? Ihr habt noch lange keine Flieger, um alle die Städte mit 20% Auslastung zu fliegen, okay. Also es geht wohl scheinbar noch um Flieger. Ach, ja, 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 okay. Ja, also, wahrscheinlich, sonst kannst du gar nicht so viele Routen fliegen mit 2 Fliegern. Stimmt. Geil, dann haben wir vielleicht in der Mission irgendwann eine richtige Flotte. Stimmt. Aber guck mal, dann würde ich mal jetzt einmalig hier die Sitze upgraden. Ja, ne? Das ist ja der, der so weite Strecken fliegt. Und ein gutes Essen finde ich auch gut.
gesagt, Essen auf Maximum. Okay. Das würde ganz schön viel kosten, wenn wir das alles machen. Lassen wir das mal weg. Die Sitze sind, glaube ich, erstmal am wichtigsten. Aber 21.000 Euro pro Flug? Nee, lieber erstmal so. Das ist mir sonst zu krass. Und die Jerry kriegt auch bessere Sitze. Okay. Dann. Ach, das Werbebüro hat immer noch nicht geöffnet. Die haben auch gar nicht jetzt geöffnet. Das ist natürlich super doof. Ist Wochenende, ne? Wir haben 5? Ach so, ja, natürlich. Es geht ja um 6 Städte. Nee, oder 5? Es geht um 6 Städte und 5 muss man bedienen. Ja, und vor allen Dingen, aber als Flugverbindung gilt auch Hin- und Rückflug. Achso, aber genau, 10 hat der gesagt, aber warum haben die alle, die anderen gar keine? Weil die anscheinend noch keine Route gekauft haben. Ja. Schönen guten Morgen. Nach meinen Informationen. Somit führt. Beginnen wir mit Sunshine. Aha. Passagiere 124, das ist gut, damit machen wir einen Gewinn. Das wissen wir noch nicht. Ja, komm, wir fahren hier nochmal. Mach den mal nach hier. Ende. Okay. Ja. Hey, das ist so geil. Ich finde die Unterhaltung gerade sehr interessant. Chris, der HKB Sir Niklas hat vorhin geschrieben, ja, wenn die Leute so spät einkaufen gehen, wird sich nichts an den absurden Öffnungszeiten ändern. Und Chris sagt, in anderen Ländern haben die zum Teil 24/7 offen. Da ist auch Sonntag nicht zu. Und HKB Sir Niklas, ja, in anderen Ländern gibt es auch höhere Selbstmordraten. Er bringt gerade die Öffnungszeiten der Supermärkte mit den Selbstmordraten in Verbindung, was ich eine sehr interessante These finde. Das ist eine sehr gewagte These. Ich bin tatsächlich, ich würde mich selber 24/7 freuen. Nee, ich nicht. Ich finde, dass sonntagsfrei ist trotzdem immer noch gut. Ah, ey, in Holland, ich merke das immer, wenn ich meine Mutter besuche, da ist sonntags auch auf. Dafür haben die halt montags, glaube ich, einen halben Tag. Also die öffnen montags erst sehr spät. Okay. Und das finde ich halt mega cool. Weil es gibt nichts Nervigeres, wenn jetzt gerade, wenn man krank ist, in der Osterstraße ist ja so eine Apotheke, die hat bis 24 Uhr auf. Ja, und die hat auch 7 Tage die Woche. Und die hat 7 Tage. Und es gibt nichts Geileres, als sich nicht überlegen zu müssen, oh, 19 Uhr hat die Apotheke noch auf, 20 Uhr hat die Apotheke noch auf. Ja, so. Aber ich finde, bei einer Apotheke ist es auch was anderes, aber ich finde es schon gut, wenn alle Leute Sonntag, nicht alle Leute, es gibt ja auch genug Leute, die in der Pflege arbeiten oder sowas, oder als Ärzte, die im Krankenhaus dann auch sonntags arbeiten müssen, aber... Und Busfahrer und Leute an der Tankstelle und am Flughafen und eben. In jeder... Aber deswegen ist es doch auch schön, dass ein Teil der Menschen, die normalerweise dann an der Kasse irgendwo sitzen müssen im Supermarkt, auch sonntags frei haben. Ich glaube, so für das Familienleben ist es ziemlich wichtig, dass man weiß, dass man gemeinsam einen freien Tag hat. Leute, wir sind jetzt hier mitten in der 4. Mission, haben erfreulicherweise unser Ziel erfüllt und werden dementsprechend nach einem neuen Termin in unserem Kalender suchen, um jetzt auch mit dieser 4. Mission dann weiterzumachen. Weiterhin freuen wir uns auf jeden Fall über Tipps in den YouTube-Kommentaren, denn ich habe auch natürlich ein bisschen so rumgeguckt, es gibt nicht so super viele andere Möglichkeiten, Tipps zu finden. Und ich schaffe es ehrlich gesagt nicht, irgendwann noch heimlich weiterzuspielen, um das ein bisschen auszutesten. Deswegen sind wir durchaus auf Hilfestellungen angewiesen. Ich speichere das Spiel hier jetzt mal. Sehr schön, Max, dass du wieder an meiner Seite warst. Ich werde auch das nächste Mal wieder an deiner Seite sein. Sehr gut. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht übernehme. So mit Florentin noch das 7 Billion Humans und wir beide jetzt so. Aber bei 7 Billion Humans seid ihr doch fast fertig, oder? Ja, also prinzipiell prozentual gesehen, ja. Aber, die Level angeht, okay. Aber wir sind halt so sehr viel schwerer geworden, dass wir so langsam vorankommen. Und dann konnte ich letzte Woche nicht, diese Woche ist Feiertag. Stimmt. Dann ist Florentin, glaube ich, irgendwann. Ja, der ist bei in der Maiwoche Mai ist der nicht da, genau. Nicht da. Oh, ich glaube, das zieht sich noch ein bisschen. Aber es macht ja auch Spaß. Es macht Spaß, aber es ist halt schwierig für den Arbeitsalltag. Ja, in den begeben wir uns jetzt wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag bei allem, was ihr tut. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Tschüss.